Servus ihr Lieben, Patrick hier und in diesem Video geht es um das Geheimnis deines Lebens. Viel Spaß. Servus ihr Lieben, Patrick hier und ich melde mich an dieser Stelle nochmal direkt aus Bayern, Lampelstedt und möchte euch zwei Sätze mit an die Hand geben. Das ganze Video ist eher philosophisch angehaucht, denn immer wenn es um Themen geht wie so funktioniert das Leben oder gibt es ein Leben nach dem Tod, Reinkarnation, mehrere Leben, was ist der Lebenszweck, gibt es einen Sinn, gibt es einen freien Willen? Immer wenn wir über diese Themen nachdenken, dann bewegen wir uns auf einer spekulativen Ebene. Das heißt, es gibt faktisch noch keine allgemein gültige Antwort und wir wissen nicht, was richtig ist und was falsch. Deshalb möchte ich dir in diesem Video lediglich meine Perspektive und meine Idee dieses Konzeptes, mein ganz persönliches, mit an die Hand geben. Und ich habe zwei wundervolle Sätze gehört dazu, die ich einmal an dieser Stelle mit dir teilen will. Und das erste ist von Joseph Campbell. Joseph Campbell war ein unglaublich weiser und interessanter Mann, der sich zum Lebenszweck gemacht hat, sämtliche philosophischen Konstrukte, spirituellen Lehren, Religion etc. nach Schnittmengen zu untersuchen und die Lehren, die Inhalte, die sämtliche verschiedenen Lehren aufweisen, zu extrahieren. Und bei allen Lehren sind ihm immer wieder dieselben Sachen aufgefallen. Und dieser Joseph Campbell hat einen Satz gesagt, ich muss ihn einmal ablesen, und zwar: Sei bereit, dich von deinen Lebensplänen zu lösen, um das Leben zu leben, was auf dich wartet. Gleichzeitig ist der andere Satz, den ich gerne mit dir teilen würde, folgender, und zwar, dass die Natur ein permanenter Fluss ist. Und festhalten und loslassen, beides entsteht bei uns im Kopf. Das heißt, wir wissen alle, dass Menschen geboren werden und dass Menschen sterben. Wir wissen, wir vermuten, dass sich das Universum ausdehnt und wieder zusammenzieht. Wir haben Ebbe, wir haben Flut. Wir atmen ein, wir atmen aus. Das heißt, es scheint vermutlich irgendwie diese dualistischen Gegensätze zu geben. Leben, Tod, Krieg, Frieden und so weiter. Und ich persönlich denke, dass es so etwas gibt wie einen determinierten Weg, wie einen vorherbestimmten Weg, den wir gehen können, der für uns gemacht ist, sowas wie eine Berufung vielleicht als Folge unserer ganz individuellen Stärken und Fähigkeiten, unserer ganz individuellen DNA. Und ich glaube, dass wir aber gleichzeitig auch einen freien Willen haben, denn ich möchte nicht in Extrema sprechen, ich möchte nicht sagen, wir haben freien Willen, es gibt nichts Vorherbestimmtes, weil das wird sich nicht mit meinen Erfahrungen decken. Ich will aber auch nicht sagen, dass alles vorherbestimmt ist, denn ich will an den freien Willen glauben und tue das auch. Das heißt, ich glaube, wir haben sowas wie einen determinierten, vorherbestimmten Weg, den wir gehen können. Und ob wir ihn gehen oder nicht, dafür haben wir das Instrument des freien Willens. So will beispielsweise jeder sein, aber keiner will werden. Die meisten Menschen, die ich kenne, wollen gesünder leben, aber keiner will Sport machen. Die meisten wollen ruhiger werden, aber keiner will meditieren. Viele, die ich kenne, wollen schlauer werden, aber kaum einer, den ich kenne, möchte lesen. Und ich persönlich denke, dass unsere Gefühle mit der beste Kompass sind, nach dem wir gehen können, wenn es darum geht, inwieweit wir uns mit unserem freien Willen auf unserem Lebensweg befinden. Ich glaube, in dem Moment, wo wir zu weit von unserem eigentlichen Zweck, für den wir hier sind, abweichen, fühlen wir uns schlecht. Ich glaube, in dem Moment fühlt es sich falsch an. Es fühlt sich irgendwie verrückt an. Verrückt von dem eigentlichen Weg. Übrigens an dieser Stelle eine kurze Anekdote. Ich habe mich letztes Jahr getroffen mit einem jüdischen Rabbi und mit einer christlichen Pastorin. Und diese hat mir erzählt, dass die Vorsilbe fair grundsätzlich dafür steht, dass man etwas verkehrt gemacht hat, dass etwas
verrückt ist, dass man sich vermalt hat. Und in diesem Kontext meinte sie zu mir, ja Patrick, und jetzt denk nochmal über das Wort nach, verliebt. Das nur kurz an dieser Stelle nebenbei. Aber genauso denke ich, dass dieser determinierte Weg, der festgelegt ist, wie die Möglichkeit haben, mit unserem freien Willen und mit unseren Gefühlen als Kompass zurückzukommen auf diesem Weg. Und ich glaube, wenn wir auf unserem Weg sind, auf unserer Bestimmung, unserer Berufung nachgehen, eventuell auch in Form von den Leidenschaften, die wir haben oder den Passionen, dass das, dass als Folge dessen das Gefühl entsteht, dass wir erfüllt sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wie wir sagen. Und das soll es an dieser Stelle auch schon mit diesem kurzen Video gewesen sein. Ihr merkt, ich bin in diesem Video etwas ruhiger von der Energie her als in den anderen Videos. Ich vermute, das bringt so ein bisschen der Ort mit sich. Wir haben hier überall Bergkristalle rumstehen und sind im tiefsten Bayern. Wunderschöne Idylle rechts und links von uns. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder die Idee dahinter, denn lass doch einmal einen Daumen nach oben da, schreib in die Kommentare. Sehr gerne bist du dazu eingeladen, das Video auch zu teilen. Aber in erster Linie würde mich interessieren, wie denkst du darüber? Denkst du, es gibt einen freien Willen und wir können uns in jede Richtung entscheiden? Oder glaubst du, das Leben ist determiniert und jede Entscheidung, die wir treffen, ist bereits vorherbestimmt? Lass es mich wissen, dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, adios.